Lassen Sie uns nochmal zurück nach Syrien gehen. Da gibt es eine Stelle in Ihrem Buch, die wir nicht völlig verstanden haben. Sie beschreiben da die Landflucht in Syrien, vor allem aufgrund der Dürre, und wie dann Hunderttausende in die Vororte der großen syrischen Städte strömen, um dort ein neues Auskommen zu finden. Und Sie schreiben in diesem Kontext dann den folgenden Satz, Zitat: In Abwesenheit staatlicher Hilfen sorgten sich die Moscheen in den Vororten um die verarmten Familien. Zitat Ende. Also ähnlich wie Sie das gerade für Kairo geschildert haben. Eine Seite weiter schreiben Sie, Zitat: Doch trotz all dieser Probleme, von denen Bashar al-Assad etliche von seinem Vater Hafez geerbt hatte, herrschte keine direkte Not in Syrien. Es gab eine kostenlose Gesundheitsversorgung, Kinderkrankheiten wie Masern und Kinderlähmung, Polio waren gestoppt. Die überwiegende Mehrheit der Syrer konnte lesen und schreiben. Niemand musste Hunger leiden. Zitat Ende. Noch einmal nachgefragt. Bis 2011, nach all diesen marktwirtschaftlichen Reformen, die unter Bashar al-Assad eingeführt worden sind, wie war da der Zustand des syrischen Sozialsystems und wie war diesbezüglich der Einfluss der klerikalen Kräfte? Es ist so, wie ich geschrieben habe, es gab die Möglichkeit für alle Syrer, wenn sie krank waren, ins Krankenhaus zu gehen, also freie medizinische Versorgung. Es gab Schulpflicht, es gab, das Essen war unglaublich preisgünstig, also eigentlich jeder hatte genug, um Brot oder Lebensmittel einkaufen zu können. Jeder konnte sich Gas, Kochgas zu Hause hinstellen. Es war alles subventioniert. Insofern waren die Menschen grundversorgt. Es gab übrigens auch ein Gesetz, das besagte, wenn Menschen über Nacht irgendwo hingehen und ein Dach bauen, dann dürfen sie dort wohnen bleiben. Also ist praktisch eine Legalisierung von Hausbesetzung oder Bodenbesetzung. Also insofern gab es eine Fülle von solchen einfachen Unterkünften im Umland von Damaskus, wo Menschen einfach von Hasakeh zum Beispiel gekommen waren. Die haben sich dann da auf ein Stück Land gesetzt und haben ein Dach gebaut und das war dann ihr Haus und sie durften nicht vertrieben werden. Das gab es. Auf der anderen Seite hatte die wirtschaftliche Entwicklung unter Bashar al-Assad, also es war eigentlich eine Art Neoliberalismus, der da betrieben wurde. Die Folge, dass natürlich Geschäftsleute, die ohnehin schon eine gute Grundlage hatten, die konnten reicher werden, teilweise auch durch Korruption. Und die Türkei oder türkische Geschäftsleute konnten sehr viel Geld machen in Syrien. Aber die syrische wirtschaftliche Entwicklung in Syrien selber blieb auf der Strecke. Warum? Syrien ist ein Entwicklungsland, steht relativ weit hinten auf der Skala der entwickelten Staaten. Die Wirtschaft war so, dass es sehr viele Familienbetriebe gab, Kleinunternehmen, die zum Beispiel zu Hause Nähmaschinen hatten, die produzieren, nähten dann Hosen oder Hemden oder Bettbezüge, haben die an einen Zwischenhändler gegeben, der die auf dem Markt verkauft haben, hat. Und davon konnte aber, weil alles so billig war in Syrien, konnte also eine Familie, auch eine Großfamilie, leben von dem Einkommen, was man hatte. Vielleicht haben die dann noch zusätzlich andere Jobs gehabt. Aber durch die Überschwemmung des syrischen Marktes, insbesondere der Textilindustrie und der Möbelindustrie und der Schuhe, die ja noch von Hand gefertigt wurden, von vielen auch so kleinen Familienbetrieben, mussten die alle weichen und dadurch wurden also Zehntausende Menschen arbeitslos. Das war bekannt in der Regierung, aber es wurde sozusagen nicht angegangen, weil, und das sollte man auch nicht vergessen, auf der anderen Seite der syrischen Regierung, auch der IWF und Europa im Nacken saßen und gesagt haben, ihr müsst Subventionen abbauen, ihr müsst privatisieren, ihr müsst dies, ihr müsst das. Also es gab ganz klare Anforderungen, eben halt auch diese Liberalisierung des Marktes voranzutreiben, Subventionen zurückzunehmen. Und
Das führte innerhalb der Gesellschaft auch zu einer heftigen Debatte. Das war Thema im Parlament. Also die kommunistischen Parteien in Syrien haben massiv dagegen, sind massiv dagegen angegangen, dass zum Beispiel die Subventionierung von Heizöl und von Brot, insbesondere aber von Heizöl, dass das aufgehoben werden sollte. Und insofern, ja, jeder hatte ein Auskommen. Aber gleichzeitig ja, viele haben ihr geringes Einkommen verloren und haben sozusagen am untersten Level irgendwie noch überlebt. Und in dieser Gesellschaftsschicht, die sich vor allen Dingen um die Großstädte herum angesiedelt hatte, dort haben die Moscheen agiert. Sie haben Familien unterstützt, wenn zum Beispiel ein junger Mann heiraten wollte. Das ist ein Riesenproblem. Wenn man kein Geld hat, kann man nicht heiraten. Die haben die dann unterstützt, wenn sie heiraten mit Geld, haben ihnen zum Beispiel eine Waschmaschine gekauft oder einen Kinderwagen, also dass sie sozusagen ein Startkapital hatten, um eine Familie zu gründen. Oder sie haben ihnen billigen Wohnraum zur Verfügung gestellt, dass sie also nicht mehr im Elternhaus leben mussten mit der neuen Familie, sondern auch eine eigene Wohnung finden konnten. Das hätte eigentlich der Staat hätte sich darum kümmern müssen. Das hat er aber nicht ausreichend getan. Also das ist ein Vorwurf, der auf jeden Fall der Regierung zu machen ist. Und man darf auch nicht vergessen, dass Syrien innerhalb kürzester Zeit eine wahre Bevölkerungsexplosion hatte. Also die Bevölkerungszahl ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, innerhalb von 20 Jahren hat die sich um also ein Drittel erhöht. Und alle diese Menschen müssen versorgt werden mit Wohnungen und mit Infrastruktur und allem. Das hat der syrische Staat nicht ausreichend bewerkstelligt. Die Frage soll jetzt gar nicht despektierlich klingen. Verhütung ein Thema in der syrischen Gesellschaft? Wir haben eigentlich in Syrien zwei sehr unterschiedliche Gesellschaften. Das ist sehr interessant, weil es wohl kaum, also es betrifft eigentlich alle arabischen Länder, dass es ein enormes Stadt-Land-Gefälle gibt. Und in den Städten beispielsweise und in den Gebieten, wo die Christen leben, sind die Familien klein. Das heißt, dort sind die gebildeten Schichten, die ausgebildeten Schichten. Das sind nicht unbedingt Christen oder Drusen oder so, obwohl unter den Christen und Drusen im Allgemeinen die fortschrittlichsten Lebensmodelle zu sehen sind. Sondern auch Sunniten und Schiiten, wenn sie in den Städten wohnen, also überhaupt Syrer insgesamt, die in den Städten wohnen, sind fortschrittlicher, haben kleinere Familien, die Frauen arbeiten, die Kinder studieren, wenn es geht, im Ausland, oder sie gehen in Damaskus auf die Universität. Also das Thema Bildung, kleinere Familien, Arbeit der Frauen ist bei der städtischen Bevölkerung in Syrien ganz präsent. Während die ländliche Bevölkerung ganz stark geprägt ist von Stammesdenken und Stammesstrukturen, hat man Familien mit 10, 15 Kindern. Gibt es zwar Schulpflicht, aber die Frage ist, ob die Familien ihre Kinder überhaupt in die Schule schicken. Der Staat hat relativ wenig Einfluss in den ländlichen Gebieten und die Beziehungen zwischen diesen Stammesstrukturen, vor allen Dingen im Osten und im Süden des Landes, haben sich schon seit Jahrzehnten schwierig dargestellt. Also man hat immer versucht, zum Beispiel hat Hafez al-Assad versucht, die Beduinen anzusiedeln. Ja, er hat Dörfer ihnen angeboten, hat geholfen beim Bau von Häusern, beim Bau von Krankenhäusern und Schulen, hat eine Infrastruktur dort entstehen lassen. Und einige der Beduinen haben das wahrgenommen, aber andere nicht. Und deswegen haben wir eben halt auch bei der Landbevölkerung so eine enorm hohe Zahl von Kindern. Wir haben eben darüber gesprochen, wie also die Moscheen auch, was die soziale Frage betrifft, immer wichtiger wurden in Syrien. Die Muslimbrüder in Syrien, wie groß war denn deren Einfluss jetzt auf diese Moscheen? Ja, offiziell sind die Muslimbrüder ja seit 1982 verboten bei Todesstrafe. Es gab zwischen 1979 und 1982 einen bewaffneten Aufstand der Muslimbrüder, der ging aus von Aleppo und Hama. Das war übrigens bei der Muslimbruderschaft damals umstritten in Syrien. Also der Damaszener Flügel der Muslimbruderschaft wollte diesen Aufstand nicht.
Aber die Aleppiner vor allen Dingen, also der Aleppo-Zweig der Muslimbruderschaft war sehr stark auch auf militärische Auseinandersetzungen und in Hama auch, sodass es eben halt diese bewaffnete Auseinandersetzung gab, die 1982 mit einem Massaker in Hama beendet wurde von der syrischen Armee. Und seitdem war diese Organisation verboten bei Todesstrafe. Die meisten der Akteure damals, wenn sie denn überlebt haben und entkommen konnten, sind in den Libanon geflohen oder nach Jordanien, manche auch nach Saudi-Arabien. Also selbst als Muslimbruder hatten sie damals in Saudi-Arabien oder Ägypten natürlich, haben sie Zuflucht gefunden. Viele sind aber auch nach Europa gegangen, insbesondere nach Großbritannien und nach Deutschland. Und die Entwicklung nach 1982 war so, dass Hafez al-Assad später versucht hat, sich mit der Muslimbruderschaft zu versöhnen. Der damalige Botschafter Syriens in Deutschland, Süleyman Haddad, hatte den Auftrag, mit der Muslimbruderschaft in Deutschland, die ansässig war und ist in Aachen, Gespräche zu führen, dass man sich einigt, dass sie wieder in Syrien leben können, aber sich eben halt nicht politisch engagieren. Also das ist eine No-Go-Area in Syrien. Man darf sich weder religiös, konfessionell noch ethnisch politisch engagieren. Also man kann sich politisch engagieren, aber nicht als Kurde oder als Turkmene oder als Druse oder als Sunnit oder irgendwas, sondern als Syrer kann man sich politisch engagieren. Und die Muslimbruderschaft war eben eine Partei des politischen Islam und das war verboten und ist verboten und wird von der Mehrheit der Bevölkerung in Syrien auch abgelehnt. Aber in der Zeit, auch zwischen 1990 und 2000, gab es so eine Art, sagen wir mal, Schneeschmelze, dass also konfessionelle Vertreter des Islam zum Beispiel auch kandidieren konnten als Unabhängige für das Parlament. Ich habe selber mit jemandem mehrfach gesprochen darüber. Der hatte dann ein Zentrum aufgebaut für interreligiösen Dialog in Damaskus. Der war sehr bekannt und wurde viel besucht, auch aus dem europäischen Ausland. Also in dem Rahmen konnten sich Muslime engagieren. Natürlich haben sie nie gesagt, sie sind Muslimbruderschaft. Und das werden sie bis heute ablehnen und sagen, wir sind nicht Muslimbruderschaft. Aber es gibt natürlich dieses Unterschwellige, diese Beziehungen im Hintergrund, durch die die Muslimbruderschaft selbstverständlich Einfluss genommen hat. Und es gab innerhalb von Syrien eine scharfe Kritik an dieser Linie von Hafez al-Assad, dass er in einer bestimmten Zeit zugelassen hat, über 3000 Moscheen zu bauen, aber in dieser Zeit also verschwindend geringe Zahl von Schulen gebaut wurde. Also es gab eine innere Auseinandersetzung. Sie erwähnten eben schon das Stichwort Korruption. Die Baath-Partei ist quasi so etwas wie eine Staatspartei in Syrien. Wie groß ist das Problem der Korruption in Syrien gewesen? Also unter Bashar al-Assad ist es eigentlich angegangen worden. Er hat versucht, dagegen vorzugehen. Die Syrer haben die Leute, die ich getroffen habe, egal ob Christen oder Drusen, auf dem Land oder in der Stadt, alle haben den Bashar al-Assad sehr geschätzt und haben immer gesagt, das ist einer, der hat keinen Hunger. Mit anderen Worten, er will von uns nichts. Er will das Land verändern, er hat genug, er ist bescheiden und er war auch sehr volksnah. Der ist in die Dörfer gegangen, hat mit den Leuten geredet und sie haben sich sehr auch zum Beispiel um behinderte Kinder gekümmert. Also es waren sehr viele positive Sachen. Und er selber hat sich aber nicht durchsetzen können, zum Beispiel, das ist seine Schwäche, dass er sich nicht hat durchsetzen können gegen andere Teile der Assad-Familie oder auch der erweiterten Familie. Also Rami Mahlouf ist ein Cousin von ihm, der hat überall mitverdient, also einer der größten
Geldmacher dort in Syrien. Und das ist so abgelaufen, dass er gesagt hat, ja, wenn einer hier ein Geschäft aufmacht, dann bin ich sozusagen sein Pate. Das heißt, wir machen dann 50-50, also ohne, dass ich irgendwas mache, aber er gibt mir 50% ab. Also das ist so ein Beispiel, was er versucht hat mit Vertretern der damaligen Mercedes-Vertretung in Damaskus. Da hat er sich da aufgedrängt und die sind dann weggegangen aus Syrien und gehören eben halt auch mit zu denjenigen, die heute die seit 2011 die bewaffneten Gruppen mit unterstützt haben, mit Geld. Also Mercedes. Also die beiden Syrer, das waren Brüder, die Mercedes-Vertretung hatten in Damaskus. Mhm. Und Mahlouf wollte damit einsteigen. Mhm. Und die haben gesagt, warum? Es ist unsere Vertretung, wir wollen das nicht. Und er hat Druck gemacht und dann sind die weggegangen. Mhm. Und haben dann eben halt Aufständische mit unterstützt, weil sie einen Hass hatten. Mhm. Also es gibt diese persönlichen Erfahrungen, die man durchaus auch nachvollziehen kann. Ne? Also Bashar al-Assad hat, glaube ich, das Pech gehabt, dass er sozusagen als netter junger Mann, aufgeschlossen, Westen ausgebildet, an die Spitze eines sehr miteinander verwobenen und eben halt auch sehr machtgierigen und geldgierigen Systems gesetzt worden ist. Und selbst wenn er sich nicht daran beteiligt hat, war er derjenige, der an der Spitze saß oder sitzt.